Beginnen gleich mit unserem, ja, mit unserem 15. digitalen Kolloquium in unserer Reihe durch die Krise mit den richtigen, wir haben es eigentlich genannt, ich habe den Titel schon ganz vergessen. Hanne, sag mal schnell. Es geht um Vertrauen. Ja, nee, worum es jetzt geht, das weiß ich wohl. Aber ich habe den Obertitel gerade gar nicht mehr parat für unsere Reihe. Aber ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir uns in diesen 15 Terminen eigentlich immer versucht haben, ein bisschen umfassender, ein bisschen breiter mit diesen Fragen der Veränderung durch diese Krise zu beschäftigen. Und dabei haben wir natürlich als Community, die vor allem Energie- und Klimafragen im Blick hatte, uns eben extra auch vorgenommen oder die Gewissheit gehabt, dass diese Krise doch vielleicht so tief geht, dass man damit irgendwie so eine einfachen Frage und Konzentration auf nur eine Fragestellung allein nicht mehr weiterkommen. Und das hat sich, glaube ich, auch in den ganzen Diskussionen, die wir hatten, wirklich sehr bestätigt. Und es ist auch, wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen darüber auch geredet, so viel an Wissen, an Informationen aus den unterschiedlichsten Perspektiven mit dabei, dass es schon außerordentlich spannend war und ist. Die Krise ist noch nicht zu Ende. Es wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, sicherlich. Da ist noch jemand im Warteraum, müssen wir noch reinlassen. Bitte ein bisschen drauf achten. Und dennoch merkt man natürlich auch so ein bisschen digitale Erschöpfung an verschiedenen Stellen. Wir freuen uns alle auf die Sommerpause. Und bevor wir aber hier in die Sommerpause gehen, haben wir eben noch zwei großartige Vorträge. Einmal von Jan Wetzel und Jutta Almdinger, die ich gleich noch vorstellen werde. Und ganz am Ende, und zwar am 25. Juni, von der Ministerin Svenja Schulze. Da machen wir dann so eine Art Staffelübergabe an die deutsche Ratspräsidentschaft. Und sie wird uns dann so ein bisschen vielleicht auch sagen, was man mitnehmen kann aus den Diskussionen, die wir hatten, in diese Ratspräsidentschaft, auch noch ein spannendes Thema. Heute geht es um Vertrauen und Kontrolle. Das finde ich ein unheimlich spannendes Begriffspaar. Ich finde auch überhaupt diesen Begriff des Vertrauens sehr bedeutend. Das sagen natürlich im Grunde erstmal alle, aber ich glaube, dass das im Übrigen auch in den vielen Diskussionen, die wir rund um Energiewende und Klimaschutz eigentlich hatten in der Vergangenheit, auch ein Thema ist. Wir streiten oft wie die Kesselflicker, sitzen in unseren Gräben mit unseren alten Positionen und kommen dadurch oftmals nicht so richtig voran. Und das liegt meines Erachtens auch daran, dass vielleicht nicht ausreichend Vertrauen darin besteht, dass alle vielleicht so ungefähr in die gleiche Richtung wollen. Aber jetzt will ich gar nicht so weit vorgreifen, denn über den Begriff und über die tolle Studie, die ihr da gemacht habt, werden wir ja gleich von euch was hören. Aber was hält die Gesellschaft zusammen? Darum geht es ein bisschen ja auch. Ich finde das toll, wie das aufbereitet wurde bei euch. Ich habe auch das Büchlein natürlich gelesen, dem kleinen Wir und dem großen Wir. Das finde ich einen sehr guten Einblick auch in die Situation, in der wir uns als Gesellschaft befinden. Und wie gesagt, ich glaube schon auch, dass die Art und Weise, wie wir miteinander Vertrauen aufbauen und uns vielleicht dabei auch gegenseitig kontrollieren, eine wichtige Fragestellung ist für die Art und Weise, wie wir eben in Krisen, mit Krisen umgehen und wie wir auch ausreichend informiert sind über die unterschiedlichen Bereiche und Teile eben genau dieser Gesellschaft. Vertrauen hat eben nicht nur mit Wissen und Fakten zu tun. Das ist sowas, ich bin ja Physiker von Haus aus und viele hier in der Runde sind auch naturwissenschaftlich sonst immer unterwegs. Es ist eben nicht so, dass man alles wissen muss, um vertrauen zu können, sondern man kann ja auch eh nicht alles wissen. Das Unwissen ist ja immer viel größer als das Wissen. Man muss also sowieso Vertrauen haben, wenn man in diesem Leben zurechtkommen will und wie sich das alles gestaltet. Aber vor allem auch, welche Hausaufgaben man da vielleicht auch für uns als politisch Handelnde insgesamt in diesem System auch daraus ableiten lassen. Das sind spannende Diskussionen auch für Politik natürlich. Geht nicht um blindes Vertrauen, das wäre ja auch ein bisschen riskant, auch nicht um blinde Hoffnung, aber jetzt stelle ich die beiden Referenten vor. Ich fange mal an mit dem Jan Wetzel, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am WZB, am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, einer der Treiber dieser Vermächtnisstudie seit mehreren Jahren an Konzeption, Entwicklung, Auswertung und so ganz massiv beteiligt.
Und deswegen finde ich das auch super, dass sie beide das zusammen hier vorstellen werden gleich. Und die sind, ich glaube, seit 2014 tatsächlich schon an der Vermächtnisstudie dran. So lange geht das schon. Ja. Ganz beeindruckend. Sie waren vorher freie Mitarbeiter beim Mitteldeutschen Rundfunk. Das heißt, haben sich da auch ein bisschen woanders noch umgeschaut. Aber jetzt kommen sie vom WZB nicht mehr los. Da bin ich ganz... kurz vor seinem Abgang hier. Okay. Da gehen wir nicht in die Details jetzt. Die Jutta Almdinger, Professor Dr. Jutta Almdinger, ist ein bisschen bekannter noch als der Jan Wetzel noch. Das wird sich ja vielleicht dann auch bald ändern. Da freue mich wirklich sehr. Wir kennen uns schon länger. Freue mich sehr, dass du hier in dieser Runde mit dabei bist. Mir war das eben auch tatsächlich ein wichtiges Anliegen, dass wir dieses Thema hier aufgreifen und auch mit dir hier aufgreifen, weil ich die Art und Weise, wie du die Dinge angehst, wirklich immer sehr beeindruckend finde. Dummerweise ist das, was man über dich lesen kann in deinem offiziellen CV, so beeindruckend und lang, dass wenn ich das alles vortragen würde, wäre das Kolloquium zu Ende. Und deswegen mache ich das. Glücklicherweise wirst du jetzt dazu nichts sagen. Genau, aber wichtig ist ja vielleicht schon, dass du 92 Professorin für Soziologie an der LMU gewesen bist, mit der du auch immer noch im engen Austausch bist. Warst da recht lange, aber zwischendurch eben dann auch in Stanford unterwegs. Und von 2003 bis 2007 warst du Direktorin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und wenn man dann doch nochmal sagen will, was da in deinem CV alles so drinsteht, dann sieht man schon, dass du eben in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen immer genau aktiv auch reingeschaut hast. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentliches Merkmal deiner wissenschaftlichen Arbeit. Und deswegen war es wahrscheinlich 2007 nur folgerichtig, dass du die Präsidentin eben dieses Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung geworden bist. Und parallel bist du Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich könnte natürlich jetzt noch lange über deine großartigen Feiern zum 50-jährigen Bestehen des WZBs reden, aber das mache ich nicht. Das war allerdings wirklich großartig. Jetzt will ich einfach wirklich abgeben an Sie beide, damit wir erstmal euren Input hören. Und ich weiß jetzt nicht genau, wer anfährt, aber ich weiß, wer die Hand an den Folien hat. Das ist nämlich der Jan Wetzel. Natürlich, immer die Jugend. Das Alter beginnt ganz kurz und ich danke erstmal, Andreas, für diese wirklich sehr nette Einführung. Und insbesondere Ihnen allen, die in diesem Kolloquium mit beteiligt sind, an der Organisation, an der Technik, an der Konzeption, dass wir einen zweiten Versuch bekommen haben, nachdem die erste Terminierung leider aus familiären Gründen so nicht hat stattfinden können. Einen schönen guten Abend meinerseits an alle, die da sind. Ich möchte zunächst mal ganz kurz die Gliederung umreißen. Wir sind beide Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, alt und jung, Mann und Frau. Das tut sich ganz gut in dieser Diversität. Wir hatten viele sozusagen Streitereien und unser Wort zum Tage ist dann immer, naja, damit können wir leben, also so gegenseitig. Das ist sozusagen das maximale Kompliment. Insofern war es schon eine Herausforderung, dieses Buch zu schreiben. Das als Vorspann. Wir werden natürlich jetzt erstmal versuchen mitzunehmen in das, was so Grundkonzeptionen, Grundtheorien des Vertrauens sind. Keine Angst, das wird nicht hypersoziologisch, aber wir brauchen das, um das Verständnis dafür zu haben, dass wir eine ganz, ganz neue Operationalisierung von Vertrauen vorgeschlagen haben. Es wurde schon von Andreas Kuhlmann gesagt, wir benutzen die Vermächtnisstudie. Das werde ich dann übernehmen, werde Ihnen das präsentieren, hoffe auch diesbezüglich auf Kritik. Vielleicht sagen Sie so ein Schwachsinn, also warum soll das jetzt irgendwas mit Vertrauen zu tun haben? Werde Ihnen dann umreißen, wo wir die großen Vertrauensfragen entdeckt haben, mit einer Studie, die 2018 erhoben worden ist. Und dann die Frage stellen, kann man das jetzt in den Papierkorb werfen? Ist das eigentlich tragfähig, was wir da entwickelt haben? Oder hat es eine gewisse prognostische Kraft gehabt für das, was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, was wir noch immer sehen und wahrscheinlich teilweise über die nächsten Jahre mit dicken Narben weiter mit uns hertragen werden? Und dann wird Jan Wetzel das große Finale geben und wieder die Brücke zurück zu dem Beginn schlagen,
und die Anbindung zu großen Vertrauensfragen herstellen. Von daher jetzt Jan mit einem kleinen Ausflug in die Soziologie des Vertrauens. Vielen Dank, Jutta. Ja, auch von mir nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, auch insbesondere hier nochmal einer Gruppe zu sprechen, die keine Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler sind. Das macht das Ganze eigentlich spannender. Wie gesagt, bevor wir unsere eigene Methode, unseren eigenen Ansatz erklären, wollten wir einfach nochmal, gerade weil das Thema eben für so einen Krisenfall, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auch für das Verständnis, was da für Prozesse ablaufen, nochmal einen kleinen Einblick bieten in eben das Vertrauen. Es gibt einen schönen Begriff in der Debatte, dass Vertrauen als so eine Art Schmiermittel, soziales Schmiermittel zu verstehen ist in Situationen relativer Ungewissheit. Das bedeutet, Herr Kuhlmann hat es schon gesagt in der Einleitung, man weiß immer schon so ein bisschen was über so eine Situation in allen möglichen sozialen Situationen. Das beginnt schon morgens aufzustehen und nicht genau zu wissen, was einem erwartet in diesem Tag. Aber man weiß eben trotzdem genügend, um eben dieses Vertrauen zu haben, aufzustehen und sich dem zu stellen. Das heißt, es ist keine absolute Ungewissheit, die ist sehr, sehr selten, sondern eben diese relative. Und dieses Wissen, dieses Vorwissen, auch dieses Vermögen zu wissen, ich kann das zu bewältigen, das reicht dann in einem sozialen Austausch, damit es eben weitergehen kann in gewisser Weise. Was daran wichtig ist, und das habe ich schon so ein bisschen angedeutet, ist, dass anders als dieses Sprichwort, was es gibt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, diese beiden Begriffe, Vertrauen und Kontrolle, so hieß ja auch der Vortrag, sich gegenseitig konstituieren. Das heißt, ohne eine gewisse Kontrolle bin ich gar nicht in der Lage, sowas wie Vertrauen zu schenken. Das ist auch ein Risiko, jedes Mal Vertrauen. Andersherum kann ich natürlich nicht kontrollieren, ohne wiederum das Vertrauen zu haben, dass diese Kontrolle angemessen ist. Man kann niemals alles kontrollieren. Georg Simmel, einer der Gründerväter der Soziologie, 1908 schon sehr schön geschrieben in seiner Soziologie. Ich habe es hier auf der Folie. Der völlig Wissende braucht nicht zu vertrauen, denn er braucht das Risiko nicht einzugehen. Er hat sozusagen das volle Wissen, die volle Kontrolle. Andersherum, der völlig Nichtwissende kann vernünftigerweise nicht einmal vertrauen. Also es braucht dieses Vermögen, es braucht hier auch dieses Vorwissen in so einer Kombination, um eben dieses Vertrauen schenken zu können. Also es ist auch eine tatsächlich Leistung, die man sozusagen erbringen muss. Wichtig, jetzt habe ich das alles bisher so ausgedrückt, als wäre es immer eine sehr bewusste Leistung, dass man sich das überlegt. Das ist es natürlich nicht. Also das heißt, das ist in alltägliche Praktiken eingebunden. Was heißt, es läuft relativ automatisch ab. Ob ich eben morgens aufstehe und das, der Welt das Vertrauen schenke, dass sie mir schon nichts Böses möchte, sodass ich aufstehen kann, das ist nichts, worüber ich mir notwendigerweise im besten Fall Gedanken mache. Das ist sozusagen in den Vollzügen eingebaut. Wenn das dann thematisiert wird, nämlich sowas wie, ja, kann ich denn da noch vertrauen? Ist das Vertrauen erschüttert? Dann ist das Vertrauen selbst schon, indem es thematisiert wird, eben hinterfragt. Man kennt auch die Äußerung der Kanzlerin, wenn sie da ein vollstes Vertrauen ausgesprochen hat, das hat dann immer schon einen gewissen Zweifel mit sich gebracht, verändert also eben diese Vertrauenskonstellation. Wenn wir jetzt soziologisch uns solche Vertrauensbeziehungen, solche Vertrauenskonstellationen anschauen, ist es ganz wichtig, diese spezifische Konstellation zu unterscheiden. Das heißt, wie es eben, auf welcher Ebene findet das statt, wer ist beteiligt, wie ist das gegenseitige Wissen, wie sind sozusagen die Kontroll- und Vertrauensbeziehungen. Und bevor wir da unseren eigenen Ansatz zeigen, will ich Ihnen kurz sagen, was man da erstmal grundsätzlich in der Soziologie unterscheiden kann. Das einfachste und in gewisser Weise auch elementarste Vertrauen kann man partikulares. In der psychologischen Literatur wird das auch oft In-Group-Vertrauen bezeichnet. Das bezeichnet Vertrauen innerhalb einer Gruppe zwischen Personen, die sich persönlich kennen. Beispiele, ich habe sie in Klammern, Familie und Freunde, also Personen, die man sehr gut kennt. Und aufgrund dieser engen Beziehung, die auf einer hohen persönlichen Kenntnis beruht, die man natürlich mit nur sehr, sehr wenigen Personen wirklich haben kann durch diese hohen Investitionen, also das können eigentlich nur eine Handvoll von Menschen sein in dem Leben, das ist sozusagen die Grundlage in dem Fall dieser Vertrauensbeziehung. Wie gesagt, es können nur wenige Menschen sein, das sind relativ wenige Beziehungen, die man in dieser Art hat, die aber in Krisenzeiten, das ist die Bedeutung, natürlich dann sehr, sehr wichtig werden können, vielleicht sogar noch wichtiger, als es eben sonst der Fall ist.
Anderes Vertrauen, was man in der soziologischen Literatur sich anschaut, ist Kontextvertrauen. Das ist ganz interessant, weil es gar nicht auf konkrete Personen sich bezogen, gar nicht auf konkrete Personen bezogen ist, sondern auf den sozialen Raum. Auch da ist das Verständlichste, was in der Diskussion da auch wichtig ist, die Nachbarschaft. Also das heißt, einen sozialen Raum, der letzten Endes konstituiert wird durch Nachbarn, durch Menschen, die in einem Raum zusammenleben und damit auch wiederum gar nicht notwendigerweise bewusst, sondern zusammen eben so einen sozialen Raum schaffen, der dann mehr oder weniger vertrauenswürdig aussehen kann und wirken kann. Es gibt insbesondere der Stadtsoziologie, da diese Broken Window Theorie, die immer mal wieder auch sehr gut gezeigt wurde, in dem Moment, wo man vom Straßenbild her schon sieht, da sind Fenster eingeschlagen, dann geht das Vertrauen ganz runter und die Nachbarschaft ist auf so einem absteigenden Ast. Also sind viele so kleine Leistungen, die sozusagen einfach durch den Eindruck, durch die Atmosphäre, die so ein sozialer Raum macht, Vertrauen vermitteln oder nicht. Dann, das ist uns, glaube ich, zurzeit am bewusstesten, das Institutionenvertrauen, ganz wichtig, insbesondere auch für die politikwissenschaftliche Forschung. Wer vertraut den Medien, der Regierung, dem Rechtsstaat und allen möglichen anderen Institutionen, die man sich denken kann. In dem Fall auch wiederum nicht auf konkrete Personen, sondern eben auf diese Institutionen bezogen. Im Zuge der Krise ist da, glaube ich, die wichtigste, und da gibt es auch einige Forschungen, sowohl auf historische Fälle als auch jetzt inzwischen auf die Corona-Krise. Da die Daten natürlich, vielleicht sprechen wir darüber noch, die Daten natürlich noch weniger belastbar. Dort aber hat sich gezeigt, auch wie gesagt aus der historischen Erfahrung, dass das ganz wesentlich ist für die Compliance der Krisenbekämpfung. Ist relativ einsichtig, dass natürlich staatliche Maßnahmen, wir haben jetzt gerade die Corona-App als bestes Beispiel, dass das im Wesentlichen was damit zu tun hat, wie stark ist das Vertrauen. Die App kann technisch so gut oder so schlecht sein, wie sie will, wenn quasi das Vertrauen der Bevölkerung nicht da ist, dass das was bringt, dass man das installiert, dass das sicher ist, dann kann solche Maßnahmen nicht funktionieren. Auch, und das habe ich hier mitgeschrieben, ist relativ volatil. Also je nachdem, wie sich das in so einer Krise entwickelt, kann dieses Vertrauen, selbst wenn es vorher da ist, natürlich auch bröckeln. Aufbauen ist dann meistens schwieriger. Und dann kommen wir schließlich zu dem, was uns am meisten interessiert und was wir dann in einer anderen Fassung gleich im Anschluss uns angucken, das ist nämlich das generalisierte Vertrauen. Und das ist wiederum ganz interessant, weil es eben wiederum sich auf Personen bezieht, also nicht auf Institutionen, nicht auf diesen sozialen Raum, sondern auf Personen, aber auf all die Personen, die man nicht kennt. Also man könnte sagen, auf alle Personen minus die, die man kennt, das heißt letzten Endes fast alle Menschen in einer Gesellschaft. Das ist sehr gut erforscht. In der Forschung stellt man da meistens einfach kurze Fragen. Glauben Sie denn, dass man den Menschen im Großen und Ganzen vertrauen kann? Das heißt, es ist Vertrauen eben in Menschen, die man nicht kennt und die einem, das weiß man, eine Gesellschaft ist vielfältig, vielleicht auch nicht in allen Eigenschaften sehr ähnlich sind. Also sozusagen so eine amorphe Masse von eben den Menschen, mit denen man in einer Gesellschaft lebt. Das sieht man zwischen Ländern ganz unterschiedliche Muster. Also da gibt es große Unterschiede, auch was man unter allen Menschen versteht. Auch da gibt es unterschiedliche Muster zwischen Ländern. Ansonsten interessant an diesem generalisierten Vertrauen ist, dass es relativ stabil ist, auch über Krisenzeiten hinweg. Das heißt, es gibt da doch eine Struktur, die über sozusagen die verschiedenen auch unvorhersehbaren Entwicklungen trägt. Wichtig da, und das haben wir auch in unserer Studie gesehen, es ist aber sozial stark gebrochen. Also je nachdem, wie die persönliche Ausstattung mit sozialem Kapital, natürlich die Beschäftigungssituation, das Einkommen, das Vermögen, da korreliert ganz stark auch dieses soziale Vertrauen. Ein kleines Beispiel, aber wichtig ist diese Krise. Wir haben eine Studie von Ervasti et al., die sich Daten des European Social Service angeguckt haben. Die haben sich verschiedene Vertrauensformen in Jahr 2002 bis 2011 entwickelt. Und das Grundergebnis eigentlich, dass das Institutionenvertrauen stark weggefallen ist, also natürlich in die Banken, die Bankenkrise, auch eine Regierungskrise, überhaupt eine politische Krise. Gleichzeitig das generalisierte Vertrauen langsam angestiegen ist. Also da hat man so eine gegenläufige Entwicklung und das generalisierte Vertrauen im Wesentlichen den Vertrauen, was das in die Institutionen weggefallen ist, gewisserweise aufgefangen hat. Also das heißt, es gibt Konstellationen, in sich dieses Vertrauen verschiebt. Und das ist, glaube ich, eben, und deswegen stellen wir auch dann gleich unseren Ansatz noch vor, ganz wesentlich zum Verständnis von ja, politischen Konflikten, von Krisensituationen. Genau.
Was wir noch gemacht haben, und das wird dir zu allen Dingen vorstellen, ist aber nicht nur Ebenen zu unterscheiden, Kontexte, wer kennt wen, sondern tatsächlich Themen, also themenspezifisch dieses Vertrauen zu unterscheiden. Gut, dann sind wir tatsächlich, ich wurde jetzt gerade um meine Handynummer gebeten, interessanterweise. So, dann sind wir jetzt tatsächlich bei der Empirie. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass wenn wir Vertrauen operationalisieren, wir nie das Wort Vertrauen überhaupt in den Mund nehmen. Wir nehmen es bei wenigen Fragen in den Mund, aber nur, um unsere Vertrauensmessung zu validieren. Aber das, was wir als Vertrauen oder als das Fehlen von Vertrauen oder als Vertrauensfrage kennzeichnen, wird erhoben, ohne die Person überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass Vertrauen uns interessiert. Damit nehmen wir eine ganze Menge von sozialer Erwünschtheit weg, die wir ja immer wieder sehen. Und damit ist es uns natürlich auch möglich, unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Themenstellungen zu unterscheiden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie stellen wir die Fragen? Ja, das war schon richtig. Ich bin bei der Folie jetzt, bei der zweiten. Wie fragen wir? Wir haben in der Vermächtnisstudie, das wurde schon anmoderiert, die seit längerer Zeit läuft. Das ist eine Panel-Untersuchung, die sich mal aus, wie soll ich denn sagen, Laune wäre Quatsch, aber aus einem ja doch abendlichen Diskurs zwischen Redakteuren der Zeit, Mitarbeitern von Infos und des WZB entwickelt haben. Diese Vermächtnisstudie haben wir genommen und sie hat drei Achsen. Die eine Achse heißt, was ist Ihnen selbst wichtig? Dann gibt es so einen normativen Check, was sollte Ihnen eigentlich wichtig sein? Und das dritte ist, was ist denn eigentlich den anderen Menschen in Deutschland wichtig? Und während das erste Buch diese Dreifaltigkeit umrissen hat und unterschiedliche Linien gezogen hat, wann ist mir genau das wichtig, was ich auch tatsächlich lebe oder wann lebe ich nicht nach meinen normativen Vorstellungen und wie leben die anderen, haben wir uns jetzt bei diesem Buch der Vertrauensfrage nur zwei Punkte angeschaut. Nämlich, was ist mir wichtig? In ganz unterschiedlichen Lebenslagen, ganz unterschiedlichen Thematiken. Und wie ist meine Wahrnehmung dessen, was anderen wichtig ist? Das sind diese zwei Punkte. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir schlichtweg das Delta gebildet haben zwischen der eigenen Wichtigkeit und der zugeschriebenen, das muss man ja immer sehen, es sind ja Zuschreibungen, die wir hier messen, der Annahmen, was anderen Menschen, die in Deutschland leben, wichtig ist. Ich sage nicht Menschen in Deutschland, sondern deutschen Personen, die in Deutschland leben. Wir haben relativ viele Personen mit Migrationshintergrund. Dieses Delta ist ganz unterschiedlich groß. Bei manchen Fragen passt überhaupt gar kein Blatt zwischen mir und den anderen, zwischen mich und den anderen. Und bei manchen Fragen bricht es so richtig dick auf. Wenn ich vorhin sagte, wir haben wenige Fragen direkt über Vertrauen gestellt, so haben wir geschaut, inwieweit sich dieses Delta zumindest zum Teil erklären lässt mit diesem generalisierten Vertrauen in andere. Und das ist tatsächlich der Fall, sodass wir uns gewagt haben, dieses Delta in der Sichtweise meiner Relevanzstrukturen und jener anderen Menschen als Vertrauensfrage zu definieren. Bevor ich jetzt auf diese Gruppen eingehe, es sind genau vier Bereiche, wo wir große Vertrauensfragen gefunden haben, möchte ich einige vorgängige Bemerkungen zu empirischen Ergebnissen machen. Das erste ist, die Operationalisierung ließ sich innerhalb dieses Fragebogens und innerhalb unserer Analysemethode validieren durch dieses Vertrauenscheck mit der direkten Frage, das sagte ich schon. Das Zweite ist, dass wir vehement auch in diesem Buch immer und immer wieder sagen, dass von einer Vertrauenskrise insgesamt überhaupt gar keine Rede sein kann, sondern dass die Menschen Bereiche haben, wo sie vertrauen und manche Bereiche haben, wo das eben überhaupt nicht der Fall ist. Das ist uns wichtig, weil insbesondere in den Medien und zu leicht auch in den Mund von Politikern von so einer allgemeinen Vertrauenskrise die Rede ist.
Das Dritte ist, dass wir feststellen, das wurde vorhin von Andreas Kuhlmann anmoderiert, dass wenn wir über Familien reden, enge Bekannte, Freunde, dass diese Beziehungen durch ein hohes Vertrauen gekennzeichnet sind. Das sind starke Bande und es sind nicht nur starke Bande, es sind Bande, die fast allen Menschen in Deutschland zur Verfügung stehen. Das kleine Wir nennen wir das. Übrigens, wenn man die Leute fragt, was verstehen sie unter Wir, dann ist das genau dieses kleine Wir. Es ist nicht das große Wir von Angela Merkel, wenn sie sagt, wir schaffen das. Das ist ja sozusagen auf die Bevölkerung bezogen. Die Befragten beziehen das eher auf ihren Kontext von Freunden, Familien, Bekannten. Wenn wir dagegen uns dieses große Wir anschauen, also die Frage bearbeiten, inwieweit diese vielen kleinen Wirs zusammenhängen, sich informieren, sich treffen und so etwas, ob man über die überhaupt etwas weiß, sieht es schon viel düsterer aus. Das ist etwas, was wir nachher auch zu adressieren haben, weil wir schon denken, vorschnell vielleicht, aber das ist ja dann der Falsifikation überlassen, dass insbesondere dieses große Wir, dieses große Vertrauenswir in dieser Corona-Zeit nochmal einer Gefährdung unterworfen wurde. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen zu zwei Beispielen von diesen vier großen Bereichen, wo wir die Vertrauensfrage thematisch gefunden haben, und zwar spezifisch bezogen auf den Bereich der Familie und auf den Bereich der Erwerbsarbeit. Und da kann ich Ihnen auch nochmal die Methode erklären. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Fragen zur Familie gestellt. Und was wir hier sehen, ist das Spannungsfeld, was sich in allen vier Bereichen, wo es diese Vertrauensfragen gibt, immer und immer wieder sehen. Es ist nicht so, dass die Familie insgesamt eine Vertrauensfrage offen ist oder diesen große Fragezeichen, sondern dass ich immer sozusagen so, die Welt ist noch in Ordnung, wenn ich das jetzt mal normativ flapsig umschreibe, entgegensteht mit so einem Sensorium, wo es eigentlich bröckelt und wo sich Bewegung reinstellt und wo eben die Menschen unterschiedliche Pfade gehen und man muss sich dann fragen, warum das der Fall ist. Opfer für Kinder, was verbirgt sich hinter dieser Frage? Opfer für Kinder, nichts anderes als, wenn ich Kinder habe, dann ist es mir selbstverständlich, dass ich meine eigenen Bedarfe zurückstelle. Das hat über die unterschiedlichen Wellen der Vermächtnisstudie zunächst mal sehr große Unterschiede ergeben zwischen Männern und Frauen. In der 2018er Erhebung, die wir hier zitieren, gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Männern und Frauen. Beide sagen, wenn ich Kinder habe, dann natürlich bringe ich Opfer. Und Sie sehen, wir haben hier eine 7-Punkt-Skala verwendet, nach Schulnoten vorgegangen. Das ist ein großer Wert, den die Befragten haben. Wenn wir aber fragen, ist es Ihnen wichtig, Kinder zu haben, dann sagen die Befragten ja, aber über die anderen sagen sie doch in einem sehr signifikanten Maße, Standardabweichungen sind niedrig, sehr hoch signifikant, den anderen ist es nicht wichtig. Und das deutet darauf hin, dass es so etwas ist, naja, ich habe eigentlich nur die Wahl, Kinder zu haben oder nicht. Die dahin anschließende Wahl ist mir nicht gegeben, weil wenn Kinder da sind, dann kümmere ich mich natürlich um sie. Ich greife das gleich nochmal auf. Das zweite Beispiel ist die Erwerbstätigkeit. Ich brauche das jetzt in einem Kreis von insbesondere Ökonomen nicht zu betonen, dass die Erwerbstätigkeit, ja, das ist das zweite jetzt, ein sehr, sehr hoher Wert ist. Es ist tatsächlich der Bereich, dem die Deutschen, die Menschen in Deutschland die höchste Wichtigkeit zusprechen, höher noch im Übrigen als Gesundheit. Der rote Punkt bezeichnet die Ansichten, die die Personen über sich selbst äußern, und der graue das, was sie über andere äußern. Sie sehen, ist zwar die Überlappung nicht ganz so eng wie bei der Familie, aber es ist kein signifikanter Unterschied. Wenn ich aber so etwas frage, und das ist jetzt nur ein Stichwort für viele Fragen, die in diese Richtungen gehen, ob man tatsächlich auch einen Sinn hinter der Arbeit sieht, ob man gern zur Arbeit geht, ob es eine erfüllende Arbeit ist, dann sagt man über sich selbst oft natürlich rationalisierend, Gott sei Dank, sonst müsste man sich ja zur Arbeit schleppen, ich mache das gern, aber die anderen, die achten eigentlich nicht darauf, die kompromittieren sich.
die nehmen einfach irgendwelche Arbeiten an. Das ist auch wahrscheinlich etwas im Zuge von neuen Sanktionen, von neuen Hartz-Gesetzgebungen, die zurückreichen ins Jahr 2005. Also die anderen werden in einer gewissen Weise dafür geblamed, dass sie nicht pochen auf gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung und so weiter. Vielleicht ganz kurz, ohne dass ich darauf eingehe, die anderen Bereiche betreffen Solidarität, können wir nachher vielleicht darauf eingehen, und betreffen die Frage der Aufgeschlossenheit zu Neuem, was dann sehr stark auch in die Digitalität geht. Wenn wir jetzt, dieses Buch ist vor 2 Monaten erschienen, wurde aber natürlich geschrieben und die Fragen wurden erhoben vor der Corona-Krise, uns fragen, naja, hat das jetzt irgendwie, kann man das einstampfen, das Buch, oder hat das irgendwie einen prognostischen Wert? So stellen wir fest, dass obgleich wir jetzt im Moment mit einer neuen Welle im Feld sind und die Antworten bald kennenlernen werden, aber im Moment noch nicht wissen, dass diese 4 Bereiche eigentlich die zentralen Bereiche sind, über die heute diskutiert wird. Ich äußere mich im Moment relativ viel zu der Familie, und eine Aussage, die ich zunehmend mache, ist, dass die Frauen, also es gibt jetzt wieder Geschlechterunterschiede, die viel größer ist als 2018, dass insbesondere die Frauen sagen, wir haben es hier mit einem Entweder-Oder zu tun. Also ich muss mich irgendwie entscheiden, und das heißt eigentlich, ich muss mich entscheiden, Kinder zu haben, und wenn ich Kinder habe, dann muss ich zurücktreten, dann kann ich aber auch Gleichstellung vergessen, dann kann ich auch vergessen, dass ich auf die Karrieren komme, auf die Männer kommen, sondern das wird dann eher so Mummy-Track sein. Also es wird diese Frage des Uns, des Miteinander von Beruf und Familie zugespitzt auf die Frage des Entweder-Oder. Bei der Erwerbstätigkeit, da muss ich gar nicht länger drauf eingehen, ist es natürlich die ganze Frage der Systemrelevanz. Wie geht man mit schlechten Jobs um, schlecht im Zuge von Bezahlung, aber natürlich auch der Arbeitsbedingungen, der Arbeitszeiten. Insofern, ja, da sehen wir einen direkten Nexus. Wir sehen auch einen in dem Sinne, dass dieses kleine Wir der Familie relativ unbeschadet dadurch gegangen ist. Das wird vielleicht nicht so sein, wenn wir da mal Scheidungszahlen oder so etwas sehen. Im Moment ist die Datenlage knapp, wie sie ist, aber eher in diese Richtung, dass sich das noch gefestigt hat, dass man mit Freunden noch mehr telefoniert, dass auch das Häusliche irgendwie zusammengehalten hat. Aber dass dieses generalisierte Vertrauen, welches darauf steht, dass man Fremde trifft, noch stärker unter Druck geraten ist, weil man in den letzten 4 Monaten, wenn Sie sich alle fragen, haben wir eigentlich neue Bekanntschaften geschlossen, sagen, nee, vielleicht nicht so richtig. Wenn ich über mich rede, dann ganz bestimmt nicht. Mir fehlen meine Zugbekanntschaften, mir fehlen die Bekanntschaften am Rande von Konferenzen. Wenn wir das jetzt vor Ort machen würden, dann würden sich auch sozusagen Gespräche entwickeln, die dann zu einer größeren Nähe oder zu einem größeren Verständnis oder so etwas führen. Das ist sozusagen unsere temporäre Einschätzung, wie sich das, was wir in diesem Buch diagnostiziert haben, auch in der prognostischen Kraft vielleicht zeigt. Und jetzt kommt Jan Wetzel, der das nochmal anbindet, zu der Vertrauensfrage insgesamt, bevor wir in die Diskussion gehen können. Ja. Ja, vielen Dank, Jutta, erstmal. Genau. Es geht gleich weiter, ja. Mit dann genau. Genau, ich habe nochmal auf den Telefonton gestellt. Ich habe gerade gehört, dass Aussetzer waren. Ich hoffe mal, dass das jetzt besser funktioniert. Ja, genau, vielleicht nochmal abschließen. Was kann man da aus der Soziologie lernen für diese Frage von Vertrauen? Vielleicht nochmal kurz ein Bild, um das nochmal aufzurufen. Und das ist, glaube ich, soziologisch für uns natürlich wahnsinnig spannend, dass man solche Vertrauensbeziehungen, die man hat, jetzt auch im Alltag mal gespürt hat. Also das heißt, ich habe vorhin gesprochen, diese Praxis zeichnet sich dadurch aus, dass man oft nicht drüber nachdenkt, dass es automatisch läuft. Zum Beispiel, dass man dem Supermarkt insoweit vertraut, dass immer alles da ist, zumindest hierzulande. So ein Grundvertrauen in das alltägliche Zusammenleben, das ist durch solche Bilder in gewisser Weise erschüttert worden, zumindest zeitweise. Jetzt hat man das schon wieder vergessen. Hier auf jeden Fall ein bestimmter Vertrauenskontext, der da unterbrochen wurde, wo Routinen hinterfragt wurden.
auch solche Bilder gab es. Das ist ja aus der Berliner S-Bahn. Das war noch ganz am Anfang, als dann die Maskenpflicht, ich weiß gar nicht, ob die Pflicht schon durchgesetzt wurde, aber auf jeden Fall hier ein Bild, wo ich in die S-Bahn eingestiegen bin und vollstes Vertrauen da war, deswegen, weil ich den Eindruck hatte, hier ist alles unter Kontrolle. Jeder hat seine 4 Sitze, der Abstand wird gewahrt, also hier eigentlich eine positive Erfahrung, zumindest zeitweise. Es ist auf jeden Fall diese Frage von Vertrauen in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch alltäglich erfahrbar gewesen. Und wir glauben, dass es ja gut ist, und das haben wir sowohl sozusagen mit dem Diskurs als auch mit unserem Ansatz, ist da soziologisch das Ganze zu spezifizieren, dass es eben nicht nur bei dem Eindruck bleibt, den man da hat im Alltag, sondern dass man das auch belastbarer erheben und bewerten kann. 3 Punkte sind das für uns dann, nämlich eben einmal diese hinterfragten Routinen. Die muss man, glaube ich, an der Stelle ernst nehmen, weil man da eben auch sieht, wie funktioniert eigentlich unser Zusammenleben und wie funktioniert unser Zusammenleben vielleicht auch eben im Vergleich zu dem, was vor der Krise war. Das ist jetzt alles in so einem neuen gegenseitigen Bezug drin. Vertrauen einfach ein guter Ansatz, um sich da soziologisch auch schlau zu machen. Ganz wichtig eben, und das haben wir sowohl, glaube ich, mit dem Überblick auf die auf den Zugang, der in der Soziologie ist, als auch mit unserem Zugang der Vertrauensfragen thematisch das zu unterscheiden, wo ist Vertrauen da, wo ist kein Vertrauen da, eben diese Ebenen zu unterscheiden. Diese Ebenen zu unterscheiden bedeutet eben dann auch keine allgemeinen Großdiagnosen des Vertrauensverlustes und der großen Krise auszurufen, sondern eben ganz spezifisch zu bewerten, wo ist Vertrauen da, wo ist nicht Vertrauen da, in wen ist Vertrauen da, in wen nicht und wie spielt das zusammen. Und dann schließlich eben als letzter Punkt die These, auch darüber kann man natürlich diskutieren, dass diese Analyse von solchen Verhältnissen Implikationen darauf hat, wie eben diese Gesellschaft insgesamt mit Krisen umgehen kann, in dem Fall natürlich ganz spezifisch mit der Corona-Krise. Und dass dieses Wissen natürlich da auch gut ist, notwendig ist, um das Ganze zu verstehen, damit umgehen zu können. Jetzt bedanke ich mich nochmal und freue mich dann auf die Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank für den Einblick in diese aktuellen Arbeiten. Hört man mich? Ich habe hier so eine ganz komische Meldung. Ja, jetzt müsste man mich eigentlich wieder hören. Das zeugt auf jeden Fall von einem, ja, gut, von einer sehr tiefen Analyse und da hat eine Menge von Insights auf Fragen, die uns wahrscheinlich auch permanent beschäftigen, wenn wir unterwegs sind und uns fragen, warum kommen wir mit verschiedenen Dingen nicht schnell genug voran oder woran hapert es eigentlich? Ich will mal mit einer Frage kurz anfangen. Es gibt keine Vertrauenskrise insgesamt, hat Jutta Almlinger gesagt. Gilt das auch mit Blick auf das institutionelle Vertrauen eigentlich? Oder meint das mehr das Zwischenmenschliche? Oder kann man bei dem institutionellen Vertrauen auch Veränderungen wahrnehmen im Verlauf der Jahre, die ihr das jetzt schon angeguckt habt? Also wir beschäftigen uns ja relativ wenig mit institutionellem Vertrauen. Wir können nur sagen, dass eigentlich diese generalisierte Darstellung, es gibt die Vertrauenskrise, überhaupt gar keine empirische Fundierung hat. Es gibt Fragezeichen bezüglich bestimmter Ebenen von Vertrauen, bestimmter Institutionen, bestimmte sozusagen Menschengruppen, aber wir können nicht einfach, und das ist für den politischen Diskurs auch nicht sinnhaft, von der Vertrauenskrise sprechen. Und wir sehen, dass beispielsweise diese Vertrauenskrise in die Politik, die man lange Zeit diagnostiziert hat, mit ganz anderen methodischen Herangehensweisen, sich ja auch in der Krise so gar nicht gezeigt hat, sondern dass es sich gezeigt hat, dass da doch ausreichend viel Vertrauen da ist, dass man zusammenhält, dass man wieder an der Sache arbeitet und weniger politikbezogen, weniger parteienbezogen. Das wurde dann oft durch die Medien hochgebracht, indem sie sagten, ja, Laschet macht jetzt das, um sich so zu positionieren und er macht das, um sich so zu positionieren. Die Bürgerinnen und Bürger, wenn man die Umfragen sich angeguckt hat, haben aber ein Vertrauen in die Politik im Allgemeinen geäußert. Das kleine Wir, das, ich nehme mal den Begriff auf, das nennt ihr, glaube ich, das partikulare Vertrauen letztendlich. Ist das eigentlich ein an sich abgrenzendes, ausgrenzendes oder gibt es irgendwie Situationen oder Indikatoren, wann das abgrenzend, ausgrenzend wird? Kann man
dazu was sagen? Also es wird so lange und es bleibt so lange, zumindest nicht inklusiv, solange die kleinen Wirs unter sich bleiben. Und die Sozialstruktur Deutschlands zeigt ja, dass diese kleinen Wirs immer homogener werden. Genauso wie die Städte in ihren einzelnen Stadtteilen immer homogener werden oder sekundierter, wie man in diesem Zusammenhang sagt. Das heißt, es braucht Anreize, damit diese unter sich relativ gleichen Freundschaftsnetzwerke, Close Ties, sagt man mit Carlo Vetta, einer der großen Soziologen, dass die aufgebrochen werden mit Weak Ties, dass diese kleinen Wir sich zusammenschließen. Wir nutzen da den Begriff, es braucht Orte der Begegnung, wo man sich treffen kann. Viele dieser Orte sind uns verloren gegangen. In der Vergangenheit, denken Sie an Religion, denken Sie an christliche Religionen, denken Sie an Wehrdienst, also alles Mögliche, wo sozusagen ganz unterschiedliche Gruppen zusammenkamen. Und daran müssen wir arbeiten, weil wir sehen, dass jetzt die letzten 4-5 Monate natürlich auch gerade wieder dazu geführt hat, dass sich das alles noch mehr sortiert, isoliert gegenseitig. Das sage ich, Jan Witz widerspricht mir da immer, weil er mich da, also aber das ist auch eine Altersfrage. Ich bin jetzt so alt, dass ich mir das getraue zu sagen, er sagt, das müssen wir jetzt erstmal abwarten, ob das so ist. Aber zumindest ist das eine Beobachtung, die ich mit ganz, ganz vielen Leuten teile, dass eigentlich dieses abschottende Moment, ich selbst habe wesentlich intensivere Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen, die ich vorher schon gut kannte, und die anderen Beziehungen, die haben sich abgeflacht. Und wenn wir so etwas wie eine Kontakthypothese glauben, dass wir über Kontakte Stereotypisierungen abbauen und Vertrauen aufbauen, dann ist das natürlich schon etwas, was so den Kern eines gesellschaftlichen Miteinanders tangiert. Aber dazu wird jetzt Jan auch noch was sagen. Ja, bitte gerne. Und ich habe dann auch gleich eine Frage von Marc Frick vom ZEW. Und bitte gerne die anderen auch hier, sich mit Fragen und Anmerkungen auch zu merken. Die Jutta hat ja darum gebeten. Aber erstmal Jan Wetzel in Ergänzung zu dem von gerade. Und dann haben wir auch noch eine Anschlussfrage. Aber vielleicht erstmal Sie. Ja, ich kann vielleicht noch so ein Begriffspaar damit hinzufügen, was da in der Forschung ganz entscheidend ist, nämlich in der Netzwerkforschung unterscheidet man da zwischen Bonding und Bridging Capital. Also man kann da eben in Netzwerkanalysen, wo man sich fragt, mit welchen Personen haben Menschen eigentlich Kontakt, gut unterscheiden, inwiefern sind bestimmte Beziehungen eben durch ein hohes Bridging Capital, Bonding Capital bezeichnet. Das heißt, wie stark ist dort eben die Verbindung des Ganzen, eben das Bonding, Familien eben sehr stark. Und das kann man eben unterscheiden von so einem Bridging Capital. In dem Fall kann man tatsächlich auch Brücken bauen, zu denen man eben nicht so viel zu tun hat. Da sind wir wieder bei eben diesem kleinen Wir und dem großen Wir. Wie diese, also ich glaube erstmal ganz wichtig ist, dass die sozusagen nicht erstmal ausgespielt werden gegeneinander müssen. Das heißt, Situationen können sich sowohl eben durch relativ wenigen Kontakt überhaupt von einer Vereinzelung, da ist dann eben dann sowohl Bonding als auch Bridging-Kapital ganz unten. Genauso kann man sich Situationen denken, in denen Menschen sowohl sehr enge Beziehungen haben, als auch Vermögen, auch über diese engen Beziehungen hinauszugehen. Inwiefern diese Konstellation ist oder wo man sagt, okay, die Leute sind in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis, vielleicht im Verein super verbunden, aber alles, was darüber hinausgeht, nicht, da wäre dann eben Bonding-Kapital, Bridging-Capital niedrig. Wie die Situation aussehen, da hat, glaube ich, der Anwinger genau schon gesagt. Das können natürlich solche Sachen sein, wie haben die Leute im Betrieb, in dem sie in Kontakt auch zu anderen Leuten kommen, vielleicht auch in einem größeren Betrieb, wo man gar nicht alle Kollegen kennt und solche Brücken aufbauen kann, oder gibt es den Betrieb nicht? Das sind, glaube ich, alle so natürlich Faktoren, die sich da jetzt gerade ändern und die man dann genau beobachten muss. Aber dann ist doch so eine Corona-Krise eigentlich die Hölle für dieses Konzept, weil klar, in diesen Zeiten schon grenzen sich die oder die kleinen Wirs werden auf sich zurückgeworfen. Natürlich, man ist skeptisch, man ist in Sorge, man hat Angst um seine Ängsten und da draußen sind überall Viren und dergleichen. Und gleichzeitig ist das der Moment, wo eben gerade das sich begegnen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen oder der unterschiedlichen Wirs, sage ich mal, auch noch nicht stattfinden kann, weil das ja eben unterbunden wird, weil so viele Veranstaltungen und Austauschmöglichkeiten nicht stattfinden. Kann in so einem Moment
dann doch das große Wir irgendwie durch Ansprache, durch Politik, da kann das da was etwas Ausgleichendes leisten oder ist das vergebene Liebesmühe? Nee, wir müssen zumindest jetzt mal aufpassen, was wir machen, wenn wir aus dieser Krise rauskommen. Also konkret möchte ich mal ansprechen, was heißt das eigentlich, wenn wir Homeoffice weiter ausdehnen und sozusagen unbegrenzt ausdehnen, dann verlieren wir eine weitere Stätte der Begegnung, eine Stätte der Begegnung, die den Menschen ganz wichtig ist. Wenn wir die fragen, würden sie auch erwerbstätig sein wollen, ohne Geld zu brauchen, sagen ja fast 50% ja. Wenn wir dann fragen, ja warum eigentlich, dann ist der Grund jener, dass sie sagen, das ist ein Stück eigenes Leben außerhalb der Familie, man trifft da neue Leute, man hat neue Ideen, man ist kreativ und so weiter und so fort. Wenn wir sozusagen jetzt den Fehler machen, alles zu weit nach, in die Wohnungen da zu verlegen, begrenzen wir natürlich ein weiteres Feld der Orte der Begegnung. Dadurch, dass wir bei allen ökologischen Nutzen, die das dann vielleicht verbunden sind, aber ich sagte es ja vorhin schon, wir unterbinden die Zufallsbekanntschaften, aber auch das sozusagen auch Blicken auf die anderen und das Erkennen, naja, die sitzen ja da genauso wie wir, die hören genauso Podcasts, lesen genauso, was ja total wichtig ist, um einordnen zu können, zumindest unsere Erwartungen, das sind ja alles, also Vertrauen bezieht sich ja sehr viel auf Erwartungen, was andere machen, wie sie mir so schön diskutiert hat. Und von daher kommt mein doch zunehmendes kritisches Kommentieren auch von solchen überzogenen Agenten bleibt mehr zu Hause. Wir können doch so viel mehr machen und das ist fürs Klima gut. Man muss schon sehen, dass es da dann auch soziale Faktoren gibt, die vielleicht das nicht so nahelegen, so arg in diese Richtung. Ja, das sind gute Aspekte, die in der Diskussion oft fehlen, in der Tat. Marc Frick, bitte, wo ist er? Jawohl. Erstmal vielen Dank für den Vortrag und auch vielen Dank für das Buch, das ich fand, ein sehr, sehr schöner Debattenbeitrag war, der auch dieses ja so ein bisschen rumwabernde Konzept, das ja immer in so Krisensituationen ganz gerne genannt wird, auch mal auf den Punkt brachte. Ich habe zwei Fragen, werde jetzt mal die Gäste stellen und es dann der Moderation überlassen, ob die zweite auch noch Platz hat. Und würde da gerade anknüpfen an dem, was Sie gesagt hatten über das Homeoffice. Es ist ja in gewisser Weise so, dass diese Homeoffice-Erfahrung eine Sache verstärkt, die vielleicht in den letzten Jahren mit ganz verschiedenen Begriffen wie Blasenbildung, digitale Öffentlichkeit und so weiter doch sehr stark auch ja, negativ konnotiert diskutiert wurde. Und zunächst mal würde ich da auch intuitiv zustimmen, dass eben weil dieser traditionelle Begegnungsraum, also diese wirklich physische, sprichwörtliche Öffentlichkeit reduziert wird und weniger genutzt wird, natürlich auch Möglichkeiten wegfallen, bei denen so ein Brückenschlag, wie Sie das auch ausgeführt haben, möglich ist. Zumindest ein Brückenschlag zwischen Gruppen, die sich erstmal von den Kontexten, in denen sie sich bewegen und von den Lebensrealitäten sehr, sehr fremd sind. Und trotzdem frage ich mich, ob nicht grundsätzlich tatsächlich die Frage langfristig gestellt werden muss, wenn man ernst nimmt, dass die Digitalisierung nicht mehr weggeht, wie man diese digitale Öffentlichkeit vielleicht auch so gestalten könnte, dass man ja in dieser digitalen Öffentlichkeit selbst Räume schafft, die Begegnungen eben ermöglichen und Bridging Capital Bildung ermöglichen. Also nicht nur eine eigene Blase bilden, sondern ja mehr oder weniger ähnlich wie in der traditionellen Vertrauensbildungsvorgang eben aus dem Analogen ins Digitale übertragen werden können. Gute Frage. Gerne aber die zweite noch mit. Oder ist sie ganz anders? Ja, die zweite Frage geht ein bisschen auch in eine optimistische Lesart der Corona-Krise. Sie haben im Buch mehr als jetzt im Vortrag auch nochmal den Begriff der Reziprozität geprägt, also die Bedeutung von Erfahrungen, der Interaktion des Gebens und Nehmens für Vertrauensbildung. Und einerseits natürlich gibt es diese Interaktion dadurch, dass es weniger physische Begegnungen gibt, jetzt weniger. Zumindest im kleinen Wir können wir wahrscheinlich sagen, da hat sich das Ganze doch sehr, sehr verstärkt. Also das Zurückfallen auf das Geben und Nehmen im kleinen Kontext, das sehen wir relativ sicher auch verstärkt. Und trotzdem hatte ich zumindest in den ersten Wochen das Gefühl, dass so eine Erfahrung von Begegnungen zwischen wildfremden Menschen, die auf einmal ganz hilfreich, solidarisch oder vielleicht auch nur rücksichtsvoll und vorsichtig im Umgang miteinander waren, ja auch ein Teil dieser Gabenpraktik sein könnte.
Das ist fragil, das hat man dann auch relativ schnell gesehen, als die Leute auch angefangen haben, eben dieses Vertrauen in andere umzumünzen, in Angst vor anderen. Aber ich würde trotzdem ganz gerne die Frage stellen, wie diese Räume, in denen sich dann ganz plötzlich Praktiken der Gabe zwischen Fremden eröffnet haben, wie diese vielleicht über die Krise hinaus tatsächlich gefördert oder stabilisiert werden können. Oder vielleicht tatsächlich auf dieser Krisenerfahrung nochmal explizit Raum geschaffen werden kann, wo das geschieht. Okay, zwei unterschiedliche Fragen. Ich gebe mal die erste an den Jan Wetzel, wenn ich darf, aber ihr könnt das auch unter euch da hin und her schieben. Also es war ja im Grunde die Frage nach diese Digitalisierung, kann eine digitale Öffentlichkeit die gleichen Bedürfnisse irgendwann vielleicht mal befriedigen, die wir eigentlich sonst anders geschaffen haben oder gelöst haben? Ja. Also wir haben auch ein ganz kleines Kapitel im Buch genau zu der Frage, weil die natürlich in dem Moment, wo man kleine, große Vias über diese Blasen nachdenkt, immer diesen Diskurs auch der Filterblasen, der uns seit vielen Jahren da begleitet, anspricht. Wir haben auch in dem Zusammenhang da in die Forschung geguckt und eigentlich überrascht festgestellt, dass diese Theorie in dieser starken Version im Internet trifft man nur noch seinesgleichen und liest gar nicht mehr, was die anderen denken, keine wirklich empirische Basis hat. Also es gibt unheimlich viele Studien, die sich genau das angeguckt haben und gefragt haben, okay, was bedeutet das konkret? Und wenn man es auf diese Frage operationalisiert, ich lese nur noch das, was ich eh schon geglaubt habe, dann stimmt diese Theorie nicht. Also tatsächlich diese Logik des Internets, dass man mit einem Klick plötzlich am anderen Ende der Welt ist und in irgendwelchen Subkulturen in Kambodscha und sei es sonst wo, diese Verlinkungsstruktur, die ist auch in den sozialen Netzwerken sehr schnell, wer sich nur mal eine Stunde da auf YouTube so ein bisschen ziellos leiten lässt, kennt diese Erfahrung. Das heißt, es ist erstmal eine enorme Erweiterung da und die ist auch tatsächlich ungebrochen. Auch natürlich mit den neuen Verrechtlichungen, auch mit den sozialen Netzwerken, die natürlich restriktiver sind als das alte Internet sozusagen, trägt das. Wenn man es auf die politischen Debatten jetzt mal speziell bezieht, und auch da gibt es gute Studien, sehr viel über den amerikanischen Raum, aber auch über den deutschen, dann sieht man auch da, dass die Vernetzung ziemlich hoch ist. Und jetzt eben das interessanteste Ergebnis für besonders extreme und laute Gruppen im Internet gilt das besonders. Also das heißt, wer politisch da sehr aktiv ist in den Netzwerken und auch mit starken Meinungen, da zeigt sich in den Netzwerkstrukturen meistens, dass die allen folgen. Die lesen sozusagen alles, sind sozusagen allerbestens informiert über alle Debatten, was jeder Einzelne dazu sagt. Und es geht sozusagen nicht um den reinen Kontakt, denn die sind vollkommen im Bilde, sondern über eine bestimmte Struktur, diese ganze Information der Welt dann zu interpretieren und auszutauschen, sich darüber lustig zu machen oder was auch immer. Das heißt, bestimmte Praktiken. Das heißt, man kann erstmal nicht sagen, dass es um die Blasen selbst geht, um die Information, um den Austausch. Der Austausch ist relativ da, sondern es fehlt eine starke Beziehung, die sozusagen eine gegenseitige Abhängigkeit und so eine Art geteilten Rahmen dessen, was diese Informationen eigentlich bedeuten, angeht. Und der ist im Internet eben so nicht da. Ich gebe dazu, weil das ist eben ganz, ganz wichtig, in der Information und der Blasenbildung und den sozialen Beziehungen, in denen dieser Austausch stattfindet, ganz stark zu unterscheiden. Gibt es in der Vertrauensliteratur da die schöne Beobachtung für diese alten Institutionen, die wir uns vorstellen, deren Verlust wir uns auch angucken und Buch, sowas wie Gewerkschaften, sowas wie die insbesondere die Volksparteien, die ja die Gesellschaft und das Parlament und die Politik insgesamt so verbunden haben. Das sind Institutionen, die, und das haben wir auch im Buch zitiert, da wir das so schön fanden, vom Gesetz des Wiedersehens bestimmt sind. Das heißt, in dem Moment, wo ich in einer Institution weiß, ich kann mich hier nicht benehmen, wie ich will, weil am nächsten Tag oder nächste Woche bei der nächsten Sitzung muss ich mit all den Leuten irgendwie wieder klarkommen. Dieses Gesetz des Wiedersehens hat eine ganz starke normierende Wirkung, sodass auch zum Beispiel dieser Informationsaustausch eine gewisse Verbindlichkeit behält. Und das sieht man eben in bestimmten Kontexten nicht. Das heißt, da kann Austausch da sein, Kontakt sein, da man wie sie will. Wenn so eine normierende Wirkung weder durch Wiedersehen noch durch gegenseitige Bezugnahme da ist, dann wird das schwierig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um diese Probleme zu analysieren, dass man diese Ebenen unterscheidet.
Gut, vielen Dank. Also ich gebe jetzt mal an Jutta, gerne wegen der zweiten Frage, aber so, mir kam noch zu der Gedanke, kann ja sein, dass die Menschen im ersten Moment erstmal das mit dem Homeoffice wollen, weil es praktisch und einfach und bequem ist, dass sie dadurch aber etwas missen, vermissen werden, was sie gar nicht sehen, was sie aber eigentlich noch viel mehr haben wollen. Das könnte ja auch passieren. Das ist vielleicht zu kompliziert gedacht. Stelle ich mir Es ist an. Überhaupt nicht so kompliziert Jutta. Gedacht, Andreas. Es ist ja nicht nur so, dass die Menschen das dann sehen. Das sehen sie selbst schon, wenn sie dann wieder zurück sind. Ich war gestern das erste Mal wieder am WZB und in diesem großen Saal, normalerweise 120 reinpassen, war dann die Leitungsebene zu 12 oder zu 13 drinnen. Und wir haben uns alle gefreut und es ging auch ganz anders als die vielen Treffen zuvor per Zoom. Ich finde diese Frage von Herrn Frick extrem wichtig. Weil, ich meine, wir alle unterrichten natürlich auch, was bleibt uns anderes übrig, digital. Ich könnte jetzt am Ende dieses Semesters, und ich hatte vorhin die letzte Stunde mit meinem Seminar, wir haben wirklich jetzt, ich weiß, es ist ein Blog-Seminar, ich bin mit diesen Leuten 4 Stunden zusammen. Wir haben in kleinen Räumen, also wir hatten wirklich jede Menge Möglichkeiten, uns auszutauschen. Aber wir waren ja kein einziges Mal Bier trinken und waren ja auch jetzt nicht am Schluss Bier trinken. Und ich wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt sagen könnte, für die oder die Studentin oder so, was die hätte ich jetzt gerne als Hilfskraft. Es ist mir nicht gelungen, diese soziale Nähe zu erzeugen, die ich normalerweise innerhalb von so einem Semester mit einer sehr intensiven Interaktion erzeuge. Und es ist mir auch nicht, ich sagte das vorhin schon bei diesem Vorgespräch, geglückt, irgendwie die Gäste, die ich reingeholt habe, egal ob das jetzt der Herausgeber der Zeit oder Herr Wieler oder so etwas war, so mit den Studierenden zusammenzubringen, dass sie diese Hürden der Kommunikation irgendwo auch nur ansatzweise verloren haben. Also ich wüsste extrem gerne, wie man die Beziehungsqualität von analogen Räumen des tatsächlichen sich gegenübersetzens in eine digitale Welt transformiert. Ich finde das auch wichtig für alles Mögliche. Wir sind jetzt dabei, digitale Austauschprogramme zu schneiden und so etwas. Dafür ist es ja extrem wichtig. Das ist für mich eine der zentralen Fragen. Die andere Frage, die Herr Frick gestellt hat, da glaube ich, habe ich mehr Antworten dazu oder eine größere Vision. Ich hätte mir ja schon in den ersten Wochen gewünscht, einfach weil das WZB ein sehr fertiles Institut ist und ich sehr viele Mitarbeiterinnen habe mit 3 kleinen Kindern oder mit 2 kleinen Kindern, die auch noch selbst in der Qualifikationsphase sind, wo ich dachte, also warum bekommt man es nicht hin, so etwas wie Partnerschaftsbörsen, die ja extrem gut mittlerweile aufgesetzt sind und wo die Algorithmen passen, dann könnte man ja die Studierenden, die ja ihrerseits ganz viele Jobs verloren haben, die könnte man testen, ob sie positiv oder negativ sind und könnte sie dann in die Familien reinlassen, um dann zumindest mal für 3 Stunden ungestörter arbeiten zu können, weil andere auf die Kinder aufpassen. Man könnte das machen mit den ja notorisch unterbesetzten Schulen, insbesondere jenen Schulen, die, so haben wir jetzt gerade in der Studie herausgefunden, zu 30% Lehrer über 60 haben, die gar nicht in die Schulen gehen können. Also da fehlt uns ja jedes innovative Moment in dieser Schul- und Betreuungspolitik, die man sehr gut hätte nutzen können mit diesen neuen Nachbarschaftsnetzwerken. Ich war auch für Leute, die ich vorher nie kannte, dann auf dem Markt einkaufen. Aber es bleibt halt in der eigenen Gruppe und es ist uns nicht geglückt, dass über Quartiere oder Kieze in Berlin vernetzt für bestimmte Zwecke in dem Maße aufzusetzen, wie es eigentlich möglich und wie es meines Erachtens auch nötig gewesen wäre für alle möglichen Arten der Entwicklung. Also bei dieser zweiten Frage, da ich glaube, sie wurde eingeleitet, dass da jetzt Optimismus reinkommt. Oh, jetzt muss ich mein Fenster zumachen. Da teile ich den Optimismus, wenn man entsprechend drangehen würde. Ich bin sofort wieder zurück. Das erinnert mich an meine Heimat in Mahl-Polsum. Wir wohnen da auch direkt am Kirchturm. So. Entschuldigung. Ist wieder da. Gut. Jetzt hat der Chris Jugel das Screensharing gestartet. Das kann er wieder zurücknehmen, bitte. Sonst sehen wir nämlich niemanden. Chris. Aber
Jutta, du kannst weiterreden, wir hören dich, glaube ich. Genau. Ich war eigentlich mit diesem Punkt fertig, dass ich dass wir gerade digitale Möglichkeiten einsetzen können, um diesen Punkt zu vertiefen und die Erfahrungen, die positiven Erfahrungen, die wir jetzt aus den nächsten Nachbarschaften gemacht haben, zu übersetzen in ganz andere Engagementformen. Da haben wir das Instrumentarium. Und vielleicht ist ja die zweite Frage doch stärker mit der ersten verbunden, als wir es jetzt im Moment diskutiert haben und auch wie es von Herrn Frick gefragt wurde. Gut, soziale Innovation war nicht so das Thema in der Krisenbewältigung bis jetzt. Das stimmt, würde ich auch so sagen. Jetzt habe ich gerne. Naja, Andreas, also es ist ja schon interessant, dass es bereichsspezifisch unterschiedlich innovativ war. Ja. Also wir haben ja alles Mögliche gemacht. Wir haben auf einmal Abstandsbänder gestellt und so weiter. Also ich finde, es kommt nicht von ungefähr, dass wir diesen Schulbetrieb ausgelassen haben und auch diese Betreuungsfragen. Was wir jetzt wieder tun, ja, du hast eine große Fleischfabrikation und als erstes schließt man Kindergärten und Schulen. Das ist ein weiteres Beispiel, wo wir merkwürdig in der Hierarchie des Nichttuns vorgehen. Stimmt. Ich frage die Hanne Mai, ist was im Chat und du hattest, glaube ich, auch eine Frage noch. Hanne, bitte. Genau, ich bin mal so frei, zwei Fragen zu stellen, eine aus dem Chat und eine von mir. Ich verrate aber jetzt nicht, welche woher kommt. Einmal die Frage, in der Studie ging es um die Ebenen, die gerade auch vorgestellt wurden, Familie, Erwerbstätigkeit, Gesundheit und die Bereitschaft zur Innovation, zu Neuem. Kann man auf Basis von diesen vier Ebenen, die Sie dort untersucht haben, auch auf die Bereitschaft zum klimafreundlichen Handeln Rückschlüsse treffen? Also wie sieht die Bereitschaft im eigenen Handeln aus im Vergleich zu dem gesellschaftlich gewollten Handeln? Und die zweite Frage beschäftigt sich mit dem Thema Frauen. Vor allem, Dinger, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, Frauen erleben diese Corona-Krise auch vielfältig als einen Rückschritt, was ihre Position in der Gesellschaft oder auch im Beruf anbelangt und haben das Gefühl, sie müssen da eine stärkere Last übernehmen und erleben auch Rückschritte in ihrem Alltag. Da wäre die Frage, wie wird sich das auswirken auf das Vertrauen und ist das ein Effekt, der eher dem kleinen Wir, also auch diesem System Familie am Ende angerechnet wird oder doch dem großen Wir, also der Gesellschaft und ihren Bedingungen? Bei der ersten, ja, ich beantworte mal beides und dann legen Sie nach. Ist das in Ordnung? Ja. Ja. Also, wir haben die Studie, die im Moment ins Feld geht, konzentriert sich auf den Zusammenhang von Klimakrise und Corona-Krise. Da bringen wir das viel stärker rein. In den Wellen, die wir bislang geschaltet haben, haben wir Proxys, die Sie akzeptieren mögen. Aber ich verstehe auch, wenn Sie es nicht akzeptieren, Proxys, die sich eher mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Also beispielsweise achten die Leute, die Frage ist, achten Sie darauf, wie die Nahrung hergestellt wird. Und da ist das interessant, jetzt weniger, wie weit achte ich und wie weit achten die anderen darauf, als das, was ich vorhin ganz kurz angetriggert habe, dass die Leute hier extrem selbstkritisch mit sich selbst umgehen. Dass sie sagen, naja, ich achte so auf ein mittleres Niveau, aber eigentlich sollte ich dieses wesentlich ernster nehmen und sollte diese Frage, also diese Nahrungsmittel achten, bestimmte Nahrungsmittel kaufen bzw. nicht kaufen, ernster nehmen. Also da ist der normative Anspruch an sich selbst viel, viel höher als das, was sie leben. Wir haben bei diesem Delta, das sich jetzt bezieht, das mache ich und das sollte ich machen, natürlich enorme Einkommensunterschiede drin, die auch dazu führen, das haben dann andere Befragungen gezeigt, dass manche sich einfach das nicht leisten können, die Nahrung oder die Auswahlen zu treffen, die sie gerne treffen wollten. Sie ziehen sich dann so einen kleinen Heiligenschein da an, weil sie sagen, die anderen sind noch schlechter. Aber ich glaube, das Hauptergebnis diesbezüglich ist, dass es bei den Menschen mittlerweile angekommen ist, bestimmte Verhaltensweisen zeigen zu sollen, aber dass sie selbst nicht leben. Auch die Kritik an sich selbst, die Autos oder so waren und so, das ist angekommen. Und wir müssen jetzt sozusagen hinbekommen, dass sie das machen, was sie eigentlich machen wollen. Also da ist der erste Schritt schon getan, wäre meine Antwort diesbezüglich. Mhm. Bei der zweiten Frage kann ich sogar eine empirische Antwort geben, weil wir vom sozioökonomischen Panel die Möglichkeit bekommen haben,
eine der Vermächtnisfragen zu schalten, die dann im April gelaufen ist. Und da ging es um die Frage, wie sehr nehmen Sie denn Rücksicht auf andere und wie sehr denken Sie, dass andere Rücksicht nehmen? Also genau diese zwei Facetten, die ich vorhin anmoderiert habe. Und da sehen wir im Gegensatz zu allen Fragen, die wir 2018 gestellt haben, enorme Unterschiede nach Geschlecht. Also da sagen diese Frauen also mit einem Wert von 6 oder über 6 auf dieser 7, Entschuldigung, Infaspult immer umgekehrt, 1 sind die hohen Werte, auf einem Wert, der zwischen 1 und 2 liegt. Das ist ihnen ganz wichtig, auf andere Rücksicht zu nehmen, das tun sie auch. Aber andere Leute tun das bei weitem weniger, was wir in der Tat so interpretiert haben, dass Frauen sich hier etwas an der Nase herumgeführt fühlen, wenn ich das etwas zurückgenommen ausdrücken darf. Aber Jan redet netter als ich. Ja, ich kann vielleicht da noch anschließen. Also wir haben uns da natürlich länger, genau, also wir hatten es bisher empirisch leider nicht in dem Maße, wie wir es wollten. Das ändert sich jetzt dann hoffentlich mit den neuen Daten. Zumindest haben wir uns aber genau in dieser Frage, was tue ich, was würde ich gerne tun, was glaube ich, was die anderen tun, diese sozusagen Perspektivendifferenz da Gedanken gemacht und natürlich auch auf solches Innovationshandeln in Bezug auf eben die großen politischen Herausforderungen, die Klimafrage allen voran, darüber schon Gedanken gemacht. Und was uns da, und das auch das zieht sich durch das Buch, ist auch da wieder die Frage der Institutionen. Denn natürlich, und das sehen wir ja empirisch in unseren Daten bei vielen Themen, ist so einmal diese kognitive Dissonanz, also ich tue das so und so, aber eigentlich müsste ich das ganz anders tun. Und wenn ich an die anderen Leute, meine Mitmenschen denke, dann tun die das noch viel, viel, viel weniger, als sie es eigentlich tun müssen. Also so eine ganz vertrackte Lage, wo man sich aber fragt, ja, wer fängt denn an? Also ich glaube, darüber müssen wir sehr ernsthaft nachdenken. Wir haben, glaube ich, gelernt, dass man nicht einfach sagen kann, ja, jeder muss bei sich anfangen und dann ändert sich das schon irgendwie alles automatisch. Also da gibt es natürlich Grenzen dieser eigenen sozusagen Verfügungsmacht über politische Fragen und das kommt, glaube ich, auch in unseren Daten so durch, dass diese Erfahrung auch gemacht wurde, dass man das nicht auf jeden Einzelnen da abladen kann. Gleichzeitig haben wir auch, glaube ich, die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, man kann auch nicht sagen, ja, die Politik ist da jetzt schuld daran und die müssen das mal ändern. Denn auch das sehen wir, wenn dann irgendwas geändert wird, dann kommt auch ganz schnell wieder der Backlash. Und es ist sozusagen immer alles sehr schwierig auch. Wer fängt da an, wer geht die Risiken ein, da anzufangen? Ich glaube, und da wiederhole ich nochmal den Punkt der Institutionen, die wir gemacht haben, dass man sich über die Vermittlung da Gedanken machen muss. Also wenn man sich insbesondere auch nochmal die Geschichte der Volksparteien anguckt, die da sehr aufschlussreich ist dafür, die waren ja in der liberalen Demokratie gar nicht angelegt am Anfang. Sie stehen auch bis heute nicht in der Verfassung, weil man vorher nicht wirklich das Problem hatte, wie man jeden Einzelnen dieser Gesellschaft, das haben dann nur Massendemokratien der Nachkriegszeit wirklich geschafft, jeden Einzelnen mit dem politischen System quasi verknüpft. In Beziehungen, in alltäglichen Praxis und natürlich über ganz unterschiedliche Vereine und so weiter. Und was diese Massenparteien geschafft haben, das ist genau das, dass tatsächlich das, was in dem Parlament passiert, was in den Ministerien passiert, was in der Politik insgesamt passiert, auch bei jedem einzelnen Menschen irgendwie passiert, zumindest einen großen Teil. Und da in so einem Sinne kann man, glaube ich, diesen enormen Verlust sozusagen der Mitgliederzahl, sozusagen der Massenbasis, da an der Punkt nochmal problematisieren in diesem Sinne, dass diese Form von Vermittlung fehlt und damit sozusagen das persönliche Handeln, das persönliche Denken und das, was politisch passiert, so ein bisschen disconnected ist auf eine gewisse Weise und auseinanderlaufen kann. Das ist ein fast so ähnliches Beispiel wie bei Homeoffice und so, weil ich meine, es sind ja die Menschen im Grunde, anscheinend scheinen sie es ja doch nicht ausreichend so zu wollen, sonst wird es ja zu dieser Zerteilung dann auch nicht kommen. Die Frage ist immer, muss das jemand steuern oder nicht? Aber jetzt habe ich nochmal den Marc Frick und dann habe ich selbst auch noch ein, zwei Sachen danach. Aber Marc, du hast noch eine Frage gehabt? Tatsächlich auch ein bisschen angelehnt an die vorherigen Sitzungen hier im Kolloquium. Da hatten wir fast immer so eine relativ große Flut an konkreten Beispielen und Maßnahmen, die man so angehen könnte. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist natürlich, oder ist eine dieser der springenden Punkte an diesen anderen Formen der Begegnung, die wir jetzt haben, im Gegensatz zum Ortsverein, zum Stammtisch, zum
zum Sportverein oder vielleicht auch dem Schulhof, dass ein gewisser Filter vorgeschaltet wird. Also ob das jetzt der Filter per Zoom ist, der Filter des Bildschirms oder auch so ein gewisser habitueller Filter, den man vielleicht hat, wenn man einfach nur einkaufen geht, weshalb man da zwar Leuten begegnet, aber eigentlich nicht begegnet. Und ich frage mich eben, ob Sie da vielleicht auch aus der Empirie ein paar Best-Practice-Beispiele haben, wie man, wenn man jetzt nicht zwanghaft nochmal versuchen will, die Volksparteien halt wiederzubeleben, andere Wege gehen kann. Also ich denke, also nicht konkret an die Deutschland spricht-Initiative von der Zeit oder die Town Halls, die Harald Welzer und seine Mannschaft da initiiert hat. Also würde mich einfach interessieren, ob Sie da aus Ihrer Perspektive so ein paar Beispiele haben, wo man sagen kann, da kann man zumindest in unseren Daten schon mal einen Hinweis darauf finden, dass das funktioniert und ob dieser Weg irgendwie beschreibbar ist oder nicht. Sehr gute Frage. Wahrscheinlich können wir da sehr lange drüber reden. Aber Jutta? Wir haben einige Institutionen, die diesen Turn hinbekommen haben. Wir verweisen in dem Buch auf die neuen Paläste, wie so ein schönes Buch heißt, Bibliotheken, die es geschafft haben, auch aufgrund der Digitalisierung und aufgrund dessen, dass Räume neu frei geworden sind, ganz andere Nutzungskonzepte und mit den anderen Nutzungskonzepten auch ganz andere Klientele reinzubekommen. Wenn Sie an die amerikanische Gedenkbibliothek beispielsweise denken, da sitzen tatsächlich, wenn Sie da mal hingehen, Obdachlose, beschäftigen im Moment ein bisschen mit Obdachlosigkeit, Obdachlose mit den Theologieprofessoren und so. Das ist so ein Ort der Begegnung geworden, an dem man meines Erachtens vor 10 Jahren überhaupt noch nicht gedacht hat. Oder Kirchen, die sich zunehmend öffnen für ganz andere Veranstaltungen. In diese Richtung muss man gehen, die Richtung, die wir vorhin besprochen haben, dass wir Bereiche, wo einfach unglaublicher Personalmangel ist, aber wir eigentlich Personen haben, ohne dass man jetzt sagen würde, ich will jetzt ja keine Lehrerverbände hier ärgern, aber zumindest können sie eine gewisse Entlastung darstellen. Das wären alles so neue Formen, wo man das anmoderieren kann. Man kann betrieblicherseits viel machen. Ich gebe am WCB schon seit langem raus so Essensgutscheine, wenn man sagen möchte, wo man den Gutschein bekommt, wenn man Leute aus anderen Abteilungen einlädt, Leute, mit denen man eben überhaupt noch gar keinen Kontakt hat, dann bekommt man das gemeinsam gekochte Abendessen von mir bezahlt, wenn sie es so haben wollen. Das hilft unglaublich, ja. Also man kann solche Formen, das ist jetzt vielleicht so ein mickriges Beispiel, aber man kann solche Formen sehr stark incentivieren und die Frage ist, ob man nicht mal auch größere Versuche Labore da finanzieren sollte, anfinanzieren und dann auch evaluieren sollte, wie man das in einem größeren Maßstab hinbekommt. Aber ich will mal nochmal nachfragen. Das kann man organisieren und offenbar, so mit unserem politischen Verständnis, würde man ja sagen, muss man irgendwie auch organisieren. Aber warum organisiert sich das nicht von selbst, wenn das doch das Bedürfnis letztendlich auch der Menschen ist? Also hat sich da irgendwie was verändert, dass die Selbstorganisation der Gesellschaft durch eben dieses Interesse auch überhaupt stattfindet? Naja, Andreas, in dem Moment, wo die Homogamie größer wird, also wo sich die Ähnlichkeit von Partnerschaften, das können wir ja alles belegen, immer mehr abschließt, sind natürlich die Anzahl von natürlichen Kontakten außerhalb aus den Netzwerken heraus kleiner. Also ich glaube schon, dass man jetzt da nicht drauf warten kann, dass es die Einzelnen von sich aus tun, sondern dass man das zivilgesellschaftlicherseits, die Hertie-Stiftung stellt sich ja mittlerweile so um, dass sie gerade in dem kommunalen Bereich sehr stark wirkt, dass man hier Hilfestellung, Helping Hands braucht. Und die können wir viel mehr aufrichten, als wir das denken. Wir wissen auch, ich bin ja im Herausgeber der Zeit, dass aus diesen Orten des Treffens, das ist da doch jetzt nicht so viele, aber immerhin 20%, das ist jetzt auch nicht gerade wenig, treffen sich dann ein zweites Mal, ohne dass sie dazu aufgefordert werden. Man muss da nur eine Acht drauf haben. Und die haben wir meines Erachtens noch nicht, weil wir diese sozialen Aspekte an dritter oder vierter Stelle stellen. Ich will noch vielleicht gerne noch hinzufügen. Also die
Das Problem ist, glaube ich, nicht, dass es diese Innovation gar nicht gibt. Also da haben wir, jetzt haben wir die Bibliotheken genannt, aber auch im politischen Bereich, die ganzen neuen Partizipationsformen, NGOs, Websites, die da das Parlament unter Beobachtung nehmen, also Petitionen, das sind, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Innovationen auf allen möglichen gesellschaftlichen Ebenen, die da ja die gesellschaftliche, politische Landschaft schon völlig verändert haben in den letzten Jahrzehnten. Was uns, glaube ich, nicht gelingt ist, und das wurde gerade so ein bisschen schon angedeutet, ist, daraus sozusagen ein Verhältnis zu machen, ja, das müssen wir auch für die Gesellschaft insgesamt nutzen, sodass es nicht dem Zufall überlassen bleibt, ob man die Bildung hat, die Zeit, das Vermögen, die Nerven, sich dann eben zu engagieren und damit da eben teilzunehmen an der Gesellschaft, dann zu sagen, okay, es muss auch die Grundlage für alle geben. Und das sind dann eben Themen wie Einkommensungleichheit, die Thema von Bildungsungleichheit, die dann letzten Endes für diese Eigeninitiative, die es auch braucht und die es vielleicht auch an vielen Stellen mehr braucht als früher, tatsächlich auch für alle verfügbar ist. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, diese Brücke danach zu schlagen auf die Gesellschaft insgesamt. Ich will mal auf Krisen zu sprechen kommen nochmal, weil es hieß ja auch in dem Vortrag, Krise hinterfragt und verändert Routinen. Das gilt ja wahrscheinlich für alle Krisen. Und wenn ich mir jetzt mal so die Corona-Krise angucke, eine klassische tiefe Wirtschaftskrise, die ja vielleicht auch noch kommen kann, und dann aber auch die Klimakrise, sind die alle unterschiedlich in ihren Auswirkungen auf dieses Themenfeld oder kann man das gar nicht vergleichen? Naja, also ich meine, es gibt ja direkte Verbindungen zwischen diesen Krisen. Also wenn wir gesehen haben, dass individuelles Verhalten ökologisch mehr als wirksam, also sozusagen sichtbar ist, dann hat es ja die Corona-Krise gezeigt. Der ökologische Fußabdruck ist weitaus zurückgegangen. Also es ist ja ganz viel passiert, welches diese zwei Krisen in direkten Zusammenhang gebracht hat. Die Frage ist nur, und das hatten wir ja eben schon kurz angedeutet, wie bekommen wir da den gesellschaftlichen Zusammenhalt dann auch mit rein? Ja, also das ist etwas, was dann auf neue Formen auch das habt ihr ja alles schon diskutiert in diesem Seminar, von Transportwesen und so weiter und so fort, dann übergeht, wo wir im Moment sehen, zurück zum eigenen Auto aufgrund des Diskriminierens anderer. Das ist, glaube ich, da nochmal wie in so einem Brennglas deutlich geworden, dass wir das mit uns anzusehen haben. Also diesen Konnex zwischen Ökologie und Sozialität oder zwischen räumlichen Mobilitätsfragen und sozialen Mobilitätsfragen, also übergeordnet ausdrücken möchte. Okay, also so eine wachsende Polarisierung vielleicht, so beim Klima oder noch schlimmer ja beim Thema Migration. Was passiert denn da eigentlich mit Blick auf Vertrauen? Bilden sich dann kleine Gruppen von Wirs gegen andere Gruppen von Wirs, also bilden sich dann Teilmengen, die sich dann gegenseitig gar nicht mehr vertrauen oder wie mussten sich das? Wir können das nicht sagen, ob sich das noch. Also wenn wir eine der grundlegenden sozialpsychologischen Thesen, die auch eine sehr große empirische Unterstützung erfahren haben, wenn man denen folgt, also mit Kontakthypothesen und so etwas, dann bedeutet das, dass wir ganz dringend die Öffnung sozialer Räume wieder brauchen und dass wir auch viel stärker, das habe ich vorhin, glaube ich, nur in Klammern angedeutet, die Wohnungspolitik als ein Stück Sozialpolitik mit sehen müssen. Gerade wenn wir über Migration sprechen, weil wir natürlich, also wenn wir plotten die Geodaten mittlerweile von Berlin und vielen anderen Städten, dann separiert sich das gerade hinsichtlich nicht nur den sozialen Status, sondern auch leider wieder des ethnischen Status. Und damit begegnen die sich seltener und das ist dann genauso, wie du sagst, in der Konsequenz. Aber da sind ja im Moment ganz viele Untersuchungen im Gange, wo ich jetzt mich eigentlich schwer tue, zu prognostizieren, was da passiert. Logisch wäre genau das, was du sagst.
Ja, es sind schon spannende Entwicklungen. Auch und ich, mein Eindruck ist, ich sehe das so wie du, wie Sie beide wahrscheinlich, dass wir bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich auch das zu tun hat mit Bildung, auch in dieser Krise, wirklich eigentlich ein bisschen versagt haben. Es gibt wahrscheinlich sehr viel aufzuarbeiten, wenn diese Krise mal vorbei ist. Vielleicht muss es irgendwie so eine Art Enquete-Kommission geben des Deutschen Bundestags, vielleicht in der nächsten Legislaturperiode. Und das betrifft eben nicht nur das Ökonomische und das Gesundheitspolitische, sondern eben auch Fragen des Zusammenhalts, wie wir eben als Gesellschaft in den unterschiedlichen Bereichen damit umgegangen sind. Ich würde hier Schluss machen und mich ganz herzlich bedanken, aber vielleicht noch mit einer letzten Frage an Sie beide. So, was würden Sie sich unmittelbar wünschen als Schluss aus dem, was man vielleicht in den letzten Monaten hier auch beobachten konnte, mit Blick nach vorne? Was würden Sie gerne da mitgeben, was wir stärker beachten wollen? Wer fängt an? Diese Frage kam noch nie. Wir geben mit Sicherheit zwei vollständig unterschiedliche Antworten. Ist das nicht besser? Wir fangen mit dem Jan Wetzel an, also weil nachher. Nee? Die Jugend schließt. Na gut, okay. Jutta, bitte. Danke. Ich glaube, dass eine der maßgeblichsten Folgen der Krise tatsächlich erst in wenigen Jahren sichtbar wird. Und das ist das, dass wir in weiten Teilen der Gesellschaft, die sind definiert durch den Migrationshintergrund, sie sind definiert über die nicht privilegierte Gruppen, die jetzt über Monate hinweg ohne Beschulung waren und die auch noch in der Zukunft mit mangelnder Beschulung versehen werden. Deshalb ist mir dieses Beispiel eben so wichtig gewesen, was passiert, wenn so ein Virenherd auftritt, was dann als erstes wieder geschlossen wird. Und damit gehen sensible Phasen verloren, die viele Chancen geben, über Bildung an die Kinder. Und das ist auf der einen Seite für die meisten, die jetzt hier zuhören, natürlich aus Gründen des Arbeitsmarktes, Fachkräftemangel und so weiter und so fort wichtig. Mir ist es aus einem anderen Grund wichtig. Wenn wir uns die sozioökonomischen Faktoren angeschaut haben, die maßgeblich diese Lücke erklärt haben in dem Vertrauen, dann war es die Bildung und zwar in keiner Weise korreliert mit Einkommen, sondern korreliert mit dem Selbstvertrauen, mit Zuversicht, dass man das schafft, mit Zuversicht, dass man es auch mit der Hilfe von anderen schafft, niedrig gebildete Leute sagen, sie wollen keine Fremden kennenlernen. Wenn man die fragt, wollen eigentlich Fremde sie kennenlernen, dann sagen sie noch mehr, nee, niemand will mich kennenlernen. Also das sind wirklich so klassisch abgeschottete Räume, die dann, selbst wenn sie in Position sind, die eigentlich dann ausreichendes Einkommen mit sich bringen, verloren gegangen sind. Und wenn ich mir eines wünsche, dann wünsche ich mir aus dieser Krise, dass wir uns sofort aufstellen, in der Kombination zwischen digitalem Unterricht, dem zur Verfügung stellen von technischen Endgeräten und einer dichteren Beschulung, die dann Ungleiches auch ungleich behandelt, dass man das präventiv angeht. Sonst rutschen wir da in eine noch größere Kluft und noch größere Spaltungen, als wir sie in Deutschland allemal haben. Das macht mir interessanterweise mehr Sorgen. Das ist eine Frauenfrage. Jetzt bin ich auf Jan gespannt. Ich auch. Oh, das ist ganz schön schwierig jetzt. Ich ahnte das schon. Ja, ich schließe vielleicht ein bisschen nochmal daran an, was im Vortrag war, nämlich nochmal festzuhalten, dass das doch außergewöhnlich ist, dass wir in der Krise sehr überraschend erlebt haben, wie schnell Alltagsroutinen und sei es das Handy geben umzustellen sind. Wir haben, glaube ich, die Klimadebatte über viele, viele Jahre in ganz, ganz vielen banalen Fragen diskutiert, was man da ändern muss und immer wieder zum Ergebnis gekommen, ja, das geht ja doch irgendwie nicht. Man hat keine Vorstellung, wie es irgendwie anders sein könnte. Jetzt haben wir eine Situation in der Corona-Krise, wo das notgedrungenermaßen so passiert ist und wir haben, glaube ich, gelernt, dass es geht. Jetzt ist die Frage, was lernt man daraus, dass es geht? Wir hatten in unserem soziologischen Kolloquium, wenn ich da nochmal eine kleine Werbung machen darf, Richard Necke, da Soziologe aus Hamburg, der da die Krise, Klimakrise, Corona-Krise verglichen hat und
jetzt wenig überraschend gesagt hat, okay, hier gab es eine akute Situation, die von heute auf morgen im Prinzip gekommen ist und dadurch einen enormen Druck mit sich gebracht hat, eine ereignishafte Struktur, und dadurch war das möglich. Die Klimakrise geht über Jahrzehnte und Jahrzehnte und es wird immer mehr zwar gesprochen und mehr diskutiert, aber es gibt keine wirkliche, sozusagen einen Startpunkt, keinen Endpunkt, keine wirklich so Ereignisse, auf die man sich beziehen kann, und deswegen so eben da die Idee, ist das eine andere Struktur und man kann eben da die Gewohnheiten nicht umstellen. Meine Hoffnung ist, dass man zumindest jetzt die Erfahrung hat, es geht überhaupt, und man und es ist sozusagen niemand daran gestorben. Wir haben auch nicht alle für plötzlich unsere Freiheit verloren und so weiter und so fort. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, wie schaffen wir das, ohne sozusagen jetzt erst in solche wirklich Krisen, solche akuten Situationen reinzulaufen, solche Routinen anzupassen. Vielleicht ist da jetzt nochmal nachdenken, die Nachbehandlung, die jetzt ja Jahre dauern wird, auf dieser Krisenzeit, vielleicht auch so ein Raum, darüber nachzudenken und daraus zu lernen. Also das würde ich mir, glaube ich, am ehesten wünschen, dass wir diese Krise da nicht sozusagen einfach jetzt gehen lassen, sondern daraus lernen. Und was auch immer das im Einzelnen ist, ich glaube, da darf man die Offenheit, die da jetzt auch da ist, gar nicht schlecht finden, sondern eben vielleicht positiv annehmen. Das ist vielleicht der Versuch eines positiven Schlusswortes. Ja. Ja, das ist auch gut so. Also ich halte mal fest, und Bildung in den verschiedensten Varianten und in aller Massivität erscheint mir dann eine ganz wichtige Komponente. Zweite ist, vieles ist möglich. Wir haben gesehen, was in uns steckt, was wir können, wenn wir gefordert sind. Ich will aber doch auch ein bisschen skeptisch ergänzen. Wir haben auch gesehen, wie schnell alles von heute auf morgen kippen kann, wie eben Partikularismus vielleicht auch zur Bedrohung wird von ganzen Gesellschaften werden kann vielleicht und vielleicht auch innerhalb Europas Dinge zum Einstürzen bringen könnte. Wir haben das, glaube ich, so ist mein Eindruck, insgesamt dann doch gut abwenden können, und bin sehr gespannt auf die Aufbereitung. Ich hoffe, dass die tatsächlich sehr schnell beginnt, eben um abzuwenden, was Jutta Almendinger befürchtet da an der Stelle, was da auf uns zukommen kann, auch in einigen Jahren. Da zählt wahrscheinlich jeder Tag, jeder Monat. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei Ihnen, euch beiden, ganz herzlich für mich wirklich sehr wichtigen Teil auch dieser Reihe, die jetzt eigentlich nur noch einen Termin vor sich hat, nämlich den mit der Bundesumweltministerin Svenja Schulze am 25. Juni. Wie gesagt, das ist dann so ein bisschen die Staffelübergabe. Wir gucken einmal auf die letzten Monate mit ihr und sicherlich und vor allem natürlich dann auch auf die deutsche Ratspräsidentschaft der EU. Eine ganz komplizierte, spannende und wichtige Aufgabe. Ich bedanke mich erstmal bei allen, die das jetzt begleitet haben oder auch sich in den nächsten Wochen noch anschauen, und bis auf bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.